Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Video von Noob Vision. Heute wieder mit Mantis One. Moin Leute. Dolores Deluxe. Servus. Und mir Shady. Wir würden euch gerne die 6 Events, die jetzt im November kommen, mal kurz vorstellen. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß beim Video und los geht's. Am 1. November endet das Halloween sowie auch das Wasser-Event und es startet das Geist-Käfer-Event. Das heißt, es gibt neue Forschungsaufgaben sowie einen neuen Forschungsdurchbruch. Der Forschungsdurchbruch wird Ninja Tom sein. Er löst damit Suikune ab. Die neuen Feldforschungsaufgaben sind leider noch nicht bekannt. Wenn dazu Infos kommen, werden wir ein Video dazu machen. Das neue Shiny wird Raupi mit Weiterentwicklung, Safcon und auch Smetbo sein. Es wird auch, ich sag mal, nicht häufiger spawnen, darüber gibt es keine Info, aber Shiny Pinsir wird freigeschaltet, das heißt, es werden wahrscheinlich ein paar mehr Pinsir spawnen. Generell spawnen ja mehr Geist- und Käfer-Pokémon, daher wird Pinsir dabei sein. Ob die Unterentwicklungen Ninkada und Ninjask mit dabei sein werden, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Ich vermute mal, wahrscheinlich durch eine Forschungsaufgabe oder einfach wild. Mal absehen, welche Shinies auch in die Forschungsaufgabe mit dazukommen. Aber wie gesagt, sobald da weitere Infos sind, werden wir ein Video komplett dazu machen. Wie ihr alle festgestellt habt, wahrscheinlich kommt am 3.11. von 11 bis 14 Uhr ein Gengar Day. Dazu werden fast alle Arenen, fast alle, an denen, wo ein X-Raid im Laufe der Woche stattfindet, werden wahrscheinlich hier wieder nicht spielbar sein, ein Gengar erscheinen. Er hat spezielle Attacken und er kommt in Shiny. Die Attacken, die er jetzt bekommen wird, sind Schlecker und Psychokinese. Psychokinese ist jetzt nicht unbedingt die beste Attacke für ihn, allerdings für Sammler oder für vielleicht mal PvP kann man das doch benutzen. Mit Schlecker allerdings ist Gengar in Kombination mit Spukball einer der besten oder der beste Geistangreifer, den wir momentan haben. So wie es aussieht, wird Gengar auch auf einen Level 4er Raid hochgesetzt, somit ist er nicht mehr solo machbar, also packt euch jemanden ein, nicht alleine machen. Die besten Counter zeigen wir euch auch natürlich, wir blenden sie natürlich auch ein. Diese sind Lugia, Mewtwo, Groudon, Ho-Oh, Despotar und Hundemon. Kommen wir zum nächsten Community Day mit Feuerriegel. Er wird am 10.11. stattfinden und wie immer von 11 bis 14 Uhr. Diesmal gibt es wieder Doppel-XP und auch Doppel-Sternstaub. Shiny wird es ihn natürlich auch geben. Leider lagen uns keine Infos über die Dauer der Lokmodule vor. Die Spezialattacke, die es zu entwickeln gibt während der Zeit, könnte Lohnkanonade sein, vergleichbar wie Meganie zu Bisaflor. Mit der Lohnkanonade wäre somit auf Platz 2 der Feuerangreifer zusammen mit Glurak und sogar auf Platz 1 der nicht legendären. Giratina als Raidboss wird es noch bis zum 20.11. geben. Er ist vom Typ Drache Geist, 100% IV. Bei 1931 WP und 2414 wird er verstärkt. Seine Schwächen sind Fee, Drache, Eis, Geist und Unlicht. Er hat drei verschiedene Ladeattacken vom Typ Drache, Geist und Gestein. Hier seht ihr die besten Angreifer gegen ihn. Mit einer der nächsten Updates sollte das Future Sync freigeschaltet werden, der Fitness-Tracker. Dieses Future ermöglicht uns, auch wenn Pokémon Go geschlossen ist, weiterhin Kilometer für unsere Eier und auch für unsere Bonbons von unserem Partner zu sammeln. Dazu gibt es auch noch Meilensteine, die Belohnungen freischalten. Aktuell gab es einen Screenshot, der gezeigt hat, es gibt ein 5, 25 und 50 Kilometer Ziel, was jeweils eine Belohnung gibt, die noch nicht bekannt ist bis jetzt. Aber ihr könnt euch auch eure Statistiken anschauen, wie viele Kilometer ihr gelaufen seid, wie viele Kalorien ihr verbraucht habt, denn Sync verbindet sich mit den Fitness-Apps von Apple und auch von Android. Das Ganze soll auch kompatibel sein mit den Smartwatchen. Aber natürlich können wir euch erst alle Kleinigkeiten des Futures zeigen, sobald es live gegangen ist. Deswegen würde ich sagen, sobald man Sync benutzen kann, werden wir es testen und dazu ein kleines Video machen. Am 16. November erscheint Pokémon Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli für die Nintendo Switch.
Wie ja schon bekannt ist, wird es Kooperationen zwischen der Let's Go-Reihe und auch der Pokémon Go-Reihe für das Handy geben. Darunter ist zum Beispiel das Pokémon Meltan. Meltan wird man der Pokémon Go-Variante fürs Handy fangen können. Wahrscheinlich oder viele vermuten, dass es über eine Feldforschungsaufgabe kommt. Man kann es auch entwickeln. Die Weiterentwicklung Melmetal ist auch nur in Pokémon Go auf dem Handy entwickelbar. Also sprich, ihr könnt auch Meltan auf die Switch tauschen oder wahrscheinlich auch irgendwie Meltan auf der Switch bekommen. Das muss man mal schauen. Aber man kann es nur auf der Pokémon Go-Variante auf dem Handy entwickeln. Dazu werden 400 Bonbons benötigt, die über das Fangen oder auch das Tauschen, das Weggeben bzw. auch oder auch natürlich, wenn ihr Sondercandys einsetzt, bekommen könnt. Und es wird auch weitere Features geben, die euch Belohnungen sowie für die Switch als auch für die Handy-Variante geben. Ihr braucht dazu nicht mal eine Switch besitzen, ihr braucht im Prinzip nur jemanden kennen, der eine Switch hat. Ihr könnt da ja ein Zweitkonto errichten und auch da euren Pokémon Let's Go Stand dadurch erstellen. So, das war's auch schon von den 6 Events im November. Falls noch weitere angekündigt werden, werden natürlich Videos von uns dazu online gehen. Wie immer freuen wir uns aber auch über eure Kommentare oder auch Vorschläge zu anderen Videos. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß beim Fang der Pokémon. Bis denne, euer Noobvision Team. Tschüss.